Max Neuchâtel, Rapid Wien und dann die Austria. Interessant, da sitzt da hinten im Publikum, sitzt jemand, ein Herr mit einer alten Rapidres. Drehen Sie ihn einmal kurz um, nicht? Das dürfte das Original gewesen sein, stimmt das? Ja, aber das ist nicht mehr ganz der Fall. Welche Nummer ist das jetzt? Ja, 26. 26, okay, ja. Gut. Irgendwie eigenartige Nummer, sehr geil. Nun, fast wie beim Eishockey. Den Trifan Ivanov, den kann man am besten beschreiben als den Mann mit den vielen Gesichtern. So viele kenne ich gar nicht. Grimmig wirkender Fußballer, fallweise, das stimmt. Viel Familiensinn für seine Frau Marianne und seine Töchter. Ja, und dann viel Geschäftssinn. Unter anderem sind sie Tankstellenbesitzer in Bulgarien. Und ein Mann mit tiefer Verbundenheit zu seiner Heimat, das kann man ruhig sagen. Und damit unser kurzer Film. These are Bulgarian. But these are all so good, and these are all so fine, and these are all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so certainly. And he likes his own backyard, and he likes his bags the best, 'cause he's better than the he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. Trifft es Sie, wenn Sie die Medien als ungeheuer bezeichnen? Nein, ich glaube, ich bin ein ganz normaler Mensch und alle, die mich kennen, können das beweisen, dass ich ein normaler Mensch bin, wie jeder andere. Trifft es sich vielleicht viel mehr, wenn man über die Medien behauptet, Sie seien gar nicht fit genug, um bei der Austria zu spielen? Ja, es ist so, dass es nicht nur mich betrifft, so eine Behauptung. Ich glaube, ich habe genug gespielt und genug bewiesen bereits in meinem Spiel. Und man kann nicht so mit mir umgehen, aber das ist ein anderes Kapitel. Warum sind Sie wirklich jetzt von der Rapid weggegangen? Waren das die Unstimmigkeiten mit dem Trainer oder mit der Mannschaft, mit den Spielern oder was vielleicht beides? Das erste war, ich habe nie Probleme mit meinen Mitspielern. Das zweite mit Dokupil habe ich auch keine Schwierigkeiten. Aber die Idee Dokupil ist im Augenblick, so viel ich weiß, ist eine neue Mannschaft zu gründen. Und in dieser Mannschaft hat er mir eigentlich gezeigt, dass für mich kein Platz drinnen ist. Und ich glaube, ein professioneller Spieler muss seinen Weg weitersuchen und finden. Das war eine sehr professionelle, diplomatische Aussage. Wir schauen uns jetzt gleich einmal zwei Dinge an, wie gut sie jetzt bei der Austria derzeit läuft oder auch nicht. Das schauen wir zunächst einmal. Da haben wir Zuspielung, 40 Meter Pass auf den Janeschitz, der Ex-Innsbrucker. Das war ja der, den der Didi Konstantini davon gejagt hat, angeblich. Nein, Entschuldigung. Nein. Nein. Aber ein toller Pass und eigentlich auch schön gemacht, natürlich wirklich schwer zu nehmen, der Ball. Und dann haben wir aber gleich eine andere Szene, Trifon. Da ist die nächste Frage, was ist da in Ihnen vorgegangen? Wir spielen es gleich zu, jetzt sieht man es. Jetzt kommt der Trifon Ivanov und zieht die Notbremse. War eh fair? Ich glaube, das war für den letzten Spieler die beste Lösung und die fairste Lösung, dass er heute dann nicht über die Füße hat.
Jetzt haben wir die Frage. Hätte man nicht noch was tun können, um das zu vermeiden aus Ihrer Routine heraus? Andere Lösung, wo man nicht ausgeschlossen wird? Ich glaube, ich bin einfach zu schnell an ihm vorbeigegangen. Ich habe ihn eigentlich nur erwischt. Ich glaube, bei jeder an meiner Stelle würde diesen Foul machen. Das ist ein taktisches Foul. Es ist nichts Grobes, es ist kein grobes Foul. Noch dazu haben wir, war das Resultat 1-0 für uns und wir hätten die guten Chancen für einen Sieg. Und mit einem Drittel aller Stimmen wird Dietmar Kübauers Treffer im Spiel gegen Ried zum Tor des Jahres 1996-97 gewählt. Wenn Sie sich für Didi Kübauer und Tor Nummer 4 entschieden haben, dann haben Sie jetzt die Chance auf unseren Hauptpreis. Eine Woche für zwei Personen bei der Fußball-WM-Endrunde 1998 in Frankreich. Das war also das Tor des Jahres und ich begrüße bei mir den Torschützen des Jahres sehr herzlich im Studio, Didi Kübauer. Sein Tor zum 6-0 gegen Ried. Wir wollen es noch ein bisschen spannend machen, ein bisschen warten, bis wir den glücklichen Gewinner ziehen, oder besser gesagt, der Didi Kübauer wird ihn ziehen. Eine Frage zu diesem Tor. War ein sehr schönes Tor, aber ist es leichter beim Stand von 5-0 solch ein Tor zu schießen? Ich denke schon, dass es sicher ganz einfach war, weil wenn es 5-0 führst, macht es sicher andere Sachen, wie wenn es zum Beispiel 0-0 stehen würde. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, es freut mich, dass ich das Tor des Jahres gemacht habe, aber von meiner Warte aus hätte ich das Tor vom Serie genommen, von meinem Trecker. Das hat mir von den Stellen viel besser gefallen, aber ich bedanke mich bei den Leuten, die mich gewählt haben und es freut mich sehr. Ich glaube, die Finesse, die dieses Tor auszeichnet, das wird von den Leuten gutiert, dass sie sich einfach etwas getraut haben, was nicht alltäglich ist. Ne? Das stimmt, also man sieht so ein Tor ganz selten, aber wie gesagt, das war jetzt so, es ist 5-0 gestanden und dann kann man das ganz einfach machen. Na gut, aber einen ganz Unschuldigen trifft es ja nicht, denn Sie sind ja zweimal in die Auswahl gekommen und auch mit dem zweiten Tor ganz vorne gelandet. Wenn Sie die vielen Tore, die Sie in Ihrer Karriere, in den vielen Vereinen, wo Sie gespielt haben, ein bisschen Revue passieren lassen, wo würden Sie dieses Tor einordnen und welches wäre denn Ihrer Meinung nach Ihr schönstes Tor in Ihrer Laufbahn bisher gewesen? Es ist so, mir ist es im Prinzip egal, Tor ist Tor und klar, wenn ich so ein Tor schieße, freut es mich im Moment, aber wenn ich Tor ist Tor und es ist mir wirklich total egal. Didi, ein paar persönliche Fragen noch für Sie. Geht das Fußballleben weiter jetzt mit einem neuen Kapitel? Mit Spanien. Wann beginnt das Training, wann beginnt die Meisterschaft bei Ihrem neuen Club? Ja, das Training beginnt am 18. Juli und danach fahren wir nach Holland trainieren. Und die Meisterschaft beginnt noch Anfang September und ja, es ist wieder was Neues für mich und ich hoffe, dass ich mich auch dort durchsetzen kann. Sie waren ja natürlich schon dort, sind dort der Mannschaft, Real Sociedad und der Presse mit großem Tamtam, wie wir gesehen haben, vorgestellt worden. Sie haben also schon ein bisschen einen Einblick der Unterschiede Fußball in Spanien, Fußball in Österreich mitbekommen. Was erwartet Sie dort, glauben Sie? Gut, es ist so, glaube ich, Spanien von den Dimensionen her, glaube ich, ist das mit Österreich nicht zum Vergleichen, aber ich sage, dass in Österreich auch ganz guter Fußball gespielt wird. Nur ist in Spanien eine viel größere Begeisterung und das wird sicher wieder ein neuer Schritt für mich werden, aber ich habe mich für den Schritt entschieden und ich hoffe, dass ich mich auch dort durchsetzen kann und ich bin überzeugt davon. Warum haben Sie sich eigentlich für Spanien entschieden? Es gab ja auch andere Auslandsangebote. Es stimmt, also ich habe aus Frankreich Angebote gehabt, aus Deutschland, aus der Türkei. Aber Spanien war für mich schon als kleiner Bub, habe ich immer geträumt, einmal in Madrid oder in Barcelona zu spielen. Und dass er damit wahr wird, ist umso schöner für mich. Das Problem der Umstellung, auch der Sprache, wie werden Sie das angehen? Gut, es ist so, mittlerweile habe ich schon eine Lehrerin, eine sehr gute Lehrerin sogar. Und ich habe jeden Tag 2 bis 3 Stunden Spanisch und ich glaube, Fußball, das hat seine eigene Sprache, aber natürlich ist es für mich besser, wenn ich die Sprache so schnell wie möglich erlerne und ich bin am besten Wege dazu. Es gab einige Österreicher, die in Spanien gespielt haben. Wenn man mal den Hans Krankl, den berühmten Goleador, abzieht, der ein Superstar in Spanien auch war, haben die meisten anderen, ich will jetzt sagen Schiffbruch erlitten, aber vielleicht nicht ganz das erreicht, was sie sich erhofft haben, auch ein Toni Polster nicht und einige andere. Warum glauben Sie, ist es gerade in der spanischen Liga für einen Mitteleuropäer, für einen Österreicher nicht ganz so einfach?
Gut, es ist sicher so, dass in Spanien das Geld, glaube ich, ist, steht an erster Stelle. Und es wollen nach jedem Jahr, wenn man schlecht gespielt hat, will der Verein einen neuen Ausländer präsentieren. Und wie Sie da gesagt haben, der Toni hat sich nicht durchgesetzt. Ich finde persönlich, der Toni hat in Spanien sehr gut gespielt. Krankl war sowieso eine eigene Klasse, aber wie gesagt, das Geld regiert hat und man musste wirklich Top-Leistungen bringen, dass man beim Verein bleiben kann. Aber ich habe mir das Ziel gesetzt und ich bin überzeugt, dass ich es auch schaffen werde. Nationalmannschaft ist natürlich auch ein großes Thema. Fußball-Weltmeisterschaft rückt nicht nur als Preis unseres heutigen Tor des Jahres-Gewinnspiels in den Mittelpunkt. Ist das für Sie vielleicht ein bisschen ein Nachteil, dass jetzt die entscheidenden oder vorentscheidenden Spiele für die Qualifikation Ende August und Anfang September in Ihren Aufbau beim Verein jetzt nicht so ganz zeitmäßig hineinpassen? Ja, das ist sicher ein Problem, weil wir haben nicht einmal Meisterschaft, wenn wir das erste Spiel in Estland spielen, wobei Estland, glaube ich, dürfte nicht das Problem sein, aber Schweden ist sicher ein ganz schwerer Gegner. Aber ich glaube, ich bin Fußballer und ich kann das sicher wegstecken und ich hoffe, dass ich nach dem Spiel genauso reden kann. Eine Frage noch zum Team. Das Team ist, vor allem weil die Chancen jetzt so gut sind für die Qualifikation, in den letzten Monaten in der öffentlichen Meinung unheimlich im Image gestiegen. Sie haben sicherlich diesen Werdegang auch miterlebt. Was glauben Sie, ist der Grund, dass unser Team jetzt Gott sei Dank so gut dasteht? Ein Grund ist sicher, dass, glaube ich, jetzt die Spieler, die was jetzt am Werk sind, ein gewisser Stamm ist da und das sieht man, glaube ich, jetzt bei jedem Spiel. Und wenn man 3 Jahre zusammenarbeitet mit dem Teamchef, glaube ich, irgendwann muss ja irgendwas herauskristallisieren und wir sind jetzt wirklich am besten Wege, dass wir die WM schaffen und ich glaube für jeden Fußballer ist es das Schönste, dass er nächstes Jahr noch in Frankreich auftrumpfen kann. Das wünschen wir Ihnen persönlich natürlich, der österreichischen Nationalmannschaft. Wir wünschen Ihnen und ich persönlich auch alles Gute auf dem weiteren beruflichen Werdegang. Kommen aber ganz kurz jetzt zur heimischen Fußballszene zurück, die Sie zwar verlassen werden, aber ich glaube im Innersten noch nicht ganz. Denken Sie immer noch sehr an Ihren Club? Wenn wir vorher geplaudert haben, Sie immer gesagt mit wir und immer noch Rapid gemeint. Wie glauben Sie, ist die kommende Meisterschaft einzuschätzen? Wer wird Meister werden? Wie wird Ihr Ex-Club Rapid ausschauen? Ja, ich denke so. Ich glaube, in der heurigen Saison wird sie Sturm mit Salzburg, werden sie das ausmachen, wobei ich Sturm ein bisschen höher einschätze, weil ich glaube, der Ivo Vastic ist für mich persönlich der beste Spieler Österreichs und jetzt haben sie mit Schuber, mit Voda auch ganz gute Spieler geholt und bin überzeugt, dass wahrscheinlich den Tick vor uns sind vor Salzburg. Salzburg wiederum hat letztes Jahr hat's keiner hoch eingeschätzt, heuer haben sie den Druck, dass sie vorne dabei sein müssen und dass sie auch um die Meisterschaft spielen müssen und das wird man sehen, wie sie es verkraften. Und mein Club, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass wieder vor mitspielen und sie werden vor dabei sein. Ob es für den ersten Platz reicht, das wird sehr schwer, aber ich hoffe, umso stärker. Mhm. Während die Mannschaft von Real Sociedad unter der Führung von Bernd Kraus ein letztes Training vor dem wichtigen Heimspiel gegen Atletico de Madrid absolvierte, es geht heute Abend immerhin um den 5. Platz in der spanischen Tabelle, lag Didi Kübauer nach einer gelungenen Schlüsselbeinoperation in seinem Krankenbett. Er musste nicht lange warten. Die Mannschaft besuchte ihn geschlossen in der Klinik. Am Tag nach seiner Operation lässt Kübauer keinen trüben Gedanken aufkommen. Das ist mal passiert und das kann man jetzt nicht mehr ändern. Und es ist im Prinzip jetzt wieder eine andere Operation gewesen, weil jetzt habe ich statt den Schrauben auch Platten drin und ich hoffe, dass das besser wird. Kaum war der Schlüsselbeinbruch vom September verheilt und Kübauer wieder für Real Sociedad im Einsatz, da geschah das Unglück im Spiel gegen Real Betis am vergangenen Mittwoch. Es ist schon der 4. Bruch des rechten Schlüsselbeins in der Karriere des Didi Kübauer. Die behandelnden Ärzte sind mit dem Ergebnis der Operation zufrieden. Es ist so, die Operation ist sehr gut verlaufen und ich habe eigentlich gar keine Schmerzen und das stimmt mir sehr zuversichtlich. Das Schicksal des Österreichers beschäftigt die Anhänger von Real Sociedad. Auch beim heutigen Abschlusstraining wurde Kübauers Verletzung von den Zaungästen kommentiert. Für Trainer Bernd Kraus ist die Unglücksserie kein Anlass für Pessimismus. Hier operiert worden. Ich hoffe, dass er kurz oder lang wieder zur Mannschaft stößt. Man muss ja von 3 Monaten ausgehen. Und was danach ist, natürlich wird er wieder so fit werden, dass er auch für uns wieder spielt. Auch der Patient strotzt vor Optimismus. Er will in 2 Monaten wieder trainieren.